Welcome to the Blitz Interview. Heute habe ich ein paar Gäste aus Berlin und die heißen... Yo, the Flex! Yeah, in the house! Welcome, welcome, welcome. Music Instructor für featuring the Flying Steps. Diese Jungs sind einfach die genialsten, einer von den genialsten Breakdancern überhaupt. Oder nicht? Naja. Naja. Ja, auf jeden Fall. Da hast du recht, Daisy. Erstmal euren Namen, bitte. Yo, ich bin der Mesut Man von den Flying Steps und hier nebenan haben wir... Yo, Croc ist hier, Croc de la Rock, yeah. Hallo, ich bin Micha von den Flying Steps. Yo, und ich bin der Herman, Herman Jackson. Und ich bin der Crazy B. Ja. Crazy B hat ein Problem. Naja, ein Problem. Es ist so, er ist natürlich einer von den totalen Headspinnern von dieser Gruppe. Und Headspinnern, das ist so ein, ja... Einer, die auf den Kopf dreht. Naja. Und er will euch gern zeigen, was passiert, wenn man das zu Hause macht. Zeig mal bitte. Muss man besser nicht zu Hause machen. Jungs, wie seid ihr zum Music Instructor gekommen? Ein Single gemacht, ein Single mit eurem Namen drauf. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen? Ja, also das ist jetzt nicht so eine Top-Story bei irgendwelchen Boygroups oder so. Wir sind die Flying Steps und wir sind halt bekannt in Berlin für Breakdance überhaupt und wir waren auch sehr aktiv in der Musikszene, sind sehr viel rumgekommen und da haben wir halt die Produzenten Mark Dollar, Mark Michaels und Mark Tabak kennengelernt und die haben gesagt, ey Jungs, was geht ab, gefällt euch die Musik, haben uns die Musik reingezogen, haben die Show dazu gemacht und alles ging wie glatt fett ab. Yo, yeah. B-Boying in the house! Forever! Okay. Jetzt ist es soweit, dass the Breakdance Culture is back, ne? Das war eigentlich so ein 80er Ding und jetzt ist es wirklich in die 90er ist es wieder zurück. Was ist das für ein Gefühl für euch? Ey, das ist super geil, dass es wieder von den Medien akzeptiert wird, aber ich muss dir sagen, Breakdance war nie richtig weg, es war immer da, es hat es immer gegeben und Breakdance ist aber eigentlich auch der falsche Name, das heißt nämlich alles B-Boying und Breakdance ist nur so ein Medienbegriff von allem. Aha. Representing B-Boying! Yeah. Flying Steps! Flying Steps, ihr macht natürlich Breakdance, Tanzen, lala, ne? How about rapping and singing and producing? Habt ihr was damit zu tun oder seid ihr noch nur da for the representing von the whole shit? Wie läuft das bei euch? Also wir repräsentieren hauptsächlich nur mit Tanzen dieses Video und also mit Musikproduktion selber oder mit Rappen haben wir eigentlich noch nicht so viel am Hut. Vielleicht kommt's, wenn uns die Lust packt oder so, aber wir bleiben bei unserem Breakdance erstmal. Okay, dann, yeah. Und jetzt weiter mit noch ein Single, mit natürlich ihr alle im Video, mit alles rauf und ran. Oder sagt ihr, tja, erstmal diesen Song gucken und dann mal gucken, was als nächstes passiert? Ja, genau, wir sagen, dass jetzt erstmal weiter gesehen werden muss und wahrscheinlich kommt jetzt auch eine sehr fette Single davon raus, aber wir wissen noch nicht, ob wir mit dabei sind. Okay. Aber die Zeit wird sagen, auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal auf Tournee, ja, durch ganz Europa, was sich aber noch zeigen wird. Okay, the Flying Steps und jetzt gehen wir schnell zu einem Video. Dankeschön, bis später live on stage. See ya, peace, peace. Yo, Flying Steps! Und jetzt live on stage for all of y'all, yes! Music Instructor featuring the Flying Steps. Your music instructor.